Katastrophe, gell? Es ist so. Ich habe die Nummer 1 Karte, jetzt haben sie ja, alle zerschlagen. Die Handy, alles in weiß. Da müssen sich auch ihre Ellenbogen breit machen, weißt du? Aber weißt du? Wäre, muss man sich schon ein bisschen. Danke. Also, nee. Aber super, das ist halt Mentalität, weißt du? Ja, so sind aber, sie halt. Aber man kann doch nicht sich so frech sein und hinstellen. Wenn wir die Nummer 5 fahren und dann stellen sich die vor uns hin und lachen mich aus, das Schwein. Das Schwein. Sie? Schwein. Ja, aber wir dürfen nicht so viel nehmen. Zwei. Doch, sie können das ruhig. Echt? Ja. Wenn ich schon mal die Nummer 1. Wenn die was? Seit 4 Monaten komme ich bei. Echt? Nicht, ja. Nehmen wir sie ruhig. Und wenn ich dann die Nummer 28 habe, ja, dann gehe ich halt wieder heim, weil das nützt ja nichts, dann gibt es ja nichts mehr. Ja, klar. Also die waren letztes Mal nichts. Wie haltet sie davon? Was haltet sie davon hier? Ich finde es toll, weil ich habe nur 853 Rinde. Ja. Aber ich komme nicht mehr rein seit 4 Monaten. Außer letzte Woche. Ja, da hat es auch mal geklappt. Aber jetzt gibt es ja, jetzt gab es ja Rentenerhöhung, gell? Ich glaube im Westen 5,95 und im Osten 4,62 oder so. Ich bin gespannt. 20 Euro. Ja, aber deshalb. Aber das ist schon schrecklich, gell, ja, weil hier wird ja alles bezahlt, kriegen wir Miete, kriegen doch alles. Und ich kriege ja nichts und 853, was ist denn das? Deshalb, die kriegen doch alles und müssen sich vordrängen und euch zerquetschen. Ja, die kennen es halt nicht anders, bei denen gibt es gerade Ordnung und Sauberkeit und Recht. Okay. Und, das kann ja, das gibt es nicht. Die müssen sich erstmal hier noch einleben und so. Haben die eure tollsten Äpfel anbissen und auf den Boden geschmissen, weil sie nicht gepasst hat? Ja, da weine ich doch. Ja, also sowas haben doch wir Deutsche uns. Okay. Das schneidest halt, da wo es halt verdrückt ist, schneidest halt. Hand, dass man nicht stürzen. Der ist da rausgefallen. Ja. Also das ist doch traurig. Einen habe ich. Traurig, aber wahr. Ja, sowas darf man nicht machen. Frechheit. Jetzt gucke ich noch da vorne. Seht ihr, das ist ja kein Deutscher hier. Das ist gerade der Einzigste hier. Das ist fast hauer. Ja, nein, die haben mich ausgelacht da draußen, wie ich gesagt habe. Das ist Pick. This is no Pick. Very good for broad. This is halal, halal. Soll ich dich nach Hause fahren? Ist deine Frau in der Schule? Ja, deine Frau? Eine Frau, glaube ich. Ach, die ist bei der Berichterstattung. Ist dein Bruder? Ja. Ruhig. Und wenn ich dann die Nummer 28 habe, ja, dann gehe ich halt wieder heim, weil das nützt ja nichts, dann gibt es ja nichts mehr. Ja, klar. Also die waren letztes Mal nichts. Wie haltet sie davon? Was haltet sie davon hier?
Ich finde es toll, weil ich habe nur 853 Rente. Ja. Aber ich komme ja nicht mehr rein seit 4 Monaten. Außer letzte Woche. Da ja, hat es ja, auch mal geklappt. Aber jetzt gab es da Rentenerhöhung, gell? Ich glaube im Westen 5,95 und im Osten 4,62 oder so. 20 Euro. Ja, aber deshalb. Aber es ist schon schrecklich, gell? Ja, weil hier wird ja alles bezahlt. Danke. Hallo. Ja, schon, ne? Katastrophe, gell? Es ist so. Ich habe die Nummer 1 gehabt, jetzt haben sie ja, alle zerschlagen. Die Handy, alles in weiß. Da müssen sie sich auch ihre Ellenbogen breit machen, weißt du? Aber weißt du. Wäre, muss man sich schon wissen. Danke. Also, nee. Aber. So brutal. Das ist halt Mentalität, weißt du? Ja, so sind aber, sie halt. Aber man kann doch nicht sich so frech sein und hinstellen. Wenn wir die Nummer 5 fahren und dann stellen sich die vor uns hin und lachen mich aus, das Schwein. Das Schwein. Sie? Schwein. Ja, aber wir dürfen nicht so viel nehmen. Zwei. Doch, sie können das ruhig. Echt? Ja. Wenn ich schon mal den Nummer 1. Seit 4 Monaten komme ich bei. Echt? Ich hab nicht mehr. Die kriegen doch alles. Und ich kriege ja nichts. Und 853. Was ist denn das? Deshalb, die kriegen doch alles und müssen sich vordrängen und euch zerquetschen. Aber die kennen es halt anders, bei denen gibt es gerade Ordnung und Sauberkeit und Recht. Okay. Das gibt es nicht. Die müssen sich erstmal hier noch einleben und so. Haben die eure tollsten Äpfel anbissen und auf den Boden geschmissen, weil sie nicht gepasst hat? Ja, da weine ich doch. Ja, also sowas haben doch wir Deutsche uns. Okay. Das schneidest halt, da wo es halt verdrückt ist, schneidest halt. Dass man nicht stürzen. Der ist da rausgefallen. Ja. Also das ist...